So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Cat Quest. Wir machen die Quest Nummer 4 in Ostharz, eine Katzfrontation im Osten. Ich denke, ich weiß, wo die Kiste ist. Helft mir, sie zu bekommen. Ja, die Chefkatzköchin will immer noch unsere Hilfe, die aber irgendwie so ein bisschen besessen wirkt. Es müssen diese Westkatzen sein. Wir verkaufen immer die gleichen Gerichte. Sie müssen sehr neidisch gewesen sein. Ist dein Bruder nicht dort? Familie bedeutet nichts. Ich muss ihre mehr Katzen reinholen. Mehr und mehr. Okay. Durchsucht diese Stadt für mich. Ich bin sicher, ihr findet diese Kiste dort. Ja, okay. Okay, wir dürfen wieder nach Westen. Ach, guck mal, der Schnee liegt hier noch. Ha, wie lustig. Aber wir können ja immer noch nicht durchs Wasser. Also ich glaube, nach der Ost-West-Konfrontation können wir, oder sollten wir wieder die Main-Quest machen. So ein, zwei Teile. Die Main-Quest besteht eigentlich auch nur aus 12 Quests, wie die Steam-Achievements schon spoilern. Und dafür gibt es aber auch 66 Side-Quests oder so. Wir können Schnurrhaar nicht mehr vertrösten. Sie wird uns kochen. Und 36 davon haben wir schon gemacht. Feldharz muss die Kiste zurückgeben. Ja, aber der hat die jetzt wahrscheinlich aufgemacht. Und darin ist feinstes Menschenfleisch. Nee, keine Ahnung. Ich kann Feldharz nirgends sehen. Koch Feldharz, sagt ihr? Ich sah ihn da lang mit so ein paar komischen Katzen lang gehen. Was, wo? Da lang? Da lang? Hier lang? Schnurrer Schlupfwinkel. Ah. Hier, oh, ein Bandit. Miau, er ist in einer dieser gerissenen Banditenkatzen. Was? Miau, er ist weggerannt. Ah! Hä? Da hinten? Was? Zwei. Die beiden Banditen zeigen auf dich. Oh, hör auf damit. Das ist verdammt unhöflich. Heilige Kätzchen, die sind so nervig. Wie konnten sie nur wagen, sie aufzuteilen? Denk daran, auf deiner Karte nach der besten Route zu schauen. Na, aber klar doch. Oh Gott. So, wir gehen nach Westen. Da ist der Magier. Und Fledermaus-Fettsäcke. Oh Gott! Und der plötzliche Tod. Und zeige ihn nicht nochmal auf uns. Der Bandit zeigt und wedelt mit seiner Pfote herum. Du Wichser. Oh, meine fledermaus-flauschige Göttin-Katze, ihm nach. Oh Gott! Und er hat uns gekillt. Spielende. Warum rush ich eigentlich immer so suizidmäßig in die Reihen? Nein, nicht schon wieder die ganze Quest. Nein. Ja, mir okay. Hab schon verstanden. Nächstes Mal ignoriere ich die Leute einfach. Das ist die pazifistischste Lösung. Wie viel Kohle haben wir denn eigentlich? Oh, für 2500. Wir haben gut was angespart. Ich will am liebsten echt noch das Flammenschnurren leveln, aber ich will auch echt wissen, was in KitKats Truhe ist. Ja, Feldhatzen muss die Kiste zurückgeben. Dann zeigen diese unhöflichen Katzen auch noch mit dem nackten Finger auf uns. Geht gar nicht. Nicht mit uns. So, aha, ich kann ja nicht sehen. Ja, Mann, der ist weg, ey. Hui. Aua. 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 Ja, da sind die Banditenkatzen aufgeteilt. Mhm, zeigen auf mich. Oh. Okay, ja, wir nehmen die coolste Route. Links wäre auch noch ein Dorf. Das wäre so cool, wenn man so schnell reisen könnte. Ja, er zeigt auf uns. Wo müssen wir jetzt hin? Zur anderen Katze, oder wie? Gut, wir gehen aber eh erst hier mal rein. So, der nächste Zauber, der wäre Frosttatze. So, geh mal her, 50 Gold können wir gerade so entbehren. Yeah. Zack. Was macht er? Ah, okay, das ist das Senkrechte. Gut, dann haben wir noch ein Monument zu lesen. Ein Monument, schau mal die Inschrift. Viele der Narben, die unser Land noch trägt, sind auf den Drachenkrieg zurückzuführen. Vielmehr ist nicht bekannt, mit der Ausnahme, dass die Drachenblüter für sein Ende bedeutend waren. Ich frage mich, ob es noch davon gibt. Hallo, Leutchen aus Winterrand. Oh ja, da ist schon ein magischer Kreis. Oh, warte.
Ich will nicht nochmal sterben. Was in heilige Pfoten geht hier vor, Feldhatzen? Helft mir, da ist eine Barriere, die meine Energie aufsaugt. Er hat den Fehler gemacht, auf dem Schwarzmarkt zu handeln und dann rauszuwollen, Mounts. Und jetzt sollen wir seine Katzen hintern retten, Mounts. Krepiert mit ihm, Mounts. Gott, nein. Gott, Schnurrladium beschwören, Mounts. Oh Gott, nein, Mann, keine. Viel Spaß, Mounts. Hey, hey. Oh Gott, Stacheln. Die uns handlungsunfähig machen. Okay, alle tot. Es tut mir leid, ich bin beeinflusst worden. Ich wollte, dass meine Gerichte auch so beliebt sind. Du Dummbatz, hast versucht, die geheimen Vorräte für sich zu bekommen? Was war es? Es war ein Thunfisch. Er macht süchtig, aber schlecht für Katzen, nicht? Schnurr hat diese Abschaumkatze. Nein, meine Schwester ist nett. Sie würde das nie tun. Irgendwas stimmt nicht. Wir brauchen einen Plan. Sprich, triff mich später, wer es tat. Dieser Schnurr sollte schon einen guten, schnurrigen Grund dafür haben. Hä? Was macht ihr hier? Das sollten wir dich fragen, Schnurrhaar. Mein Lieferant hat meine verlorenen Vorräte gefunden, also bin ich hier, um sie abzuholen. Wir wissen, was du verbirgst. Keine Zeit für Smalltalk, ich würde euch für eure Bemühungen entlohnen. Okay. Kann ich mitleben. Feldneu, sie hat uns abgelenkt und ist verschwunden. Sehen wir mal bei Feldhatz und Westhatz nach. Okay, hier gibt's noch keine Quest. Dann pennen wir einmal kurz zum Speichern. Falls wir wieder spontan sterben sollten. Oh Gott, genau wegen so einer Scheiße. Auf nach Westhatz. Am besten ohne verbranntes Fell. So, die Enthüllung. Jemand aus Ostharz hat mich angesprochen und um Hilfe gebeten. Es geht um meine Schwester. Okay, hau mal raus. Meine Schwester benutzt die von Thunfisch abhängigen Katze, um ein Ritual durchzuführen. Wir müssen gehen und sehen, was mit ihr nicht stimmt. Das klingt ziemlich gefährlich. Feldhatzen, bleib hier, wir gehen. Okay, der macht ihr das. Ich bleibe hier an Fluss stehen und ich schnabuliere auch ein bisschen Thunfisch, weil Thunfisch ist sehr lecker. Also langsam kriege ich den Dialekt raus. Ich bleibe jetzt doch bei Französisch bei beiden. Russisch war eine blöde Idee. Kann ich nämlich überhaupt nicht. Französisch eigentlich auch nicht, aber so vom Ablesen geht es schon klar. Naja. Ja, doch. Wir laufen noch richtig. Huh. Oh Gott. Au. So. Heilige Fischkatzerole, das ist wirklich ein Ritual. Jungs, geht's euch gut? Was geht bei euch? Guck, einer steht noch in Ostharz, die chillen halt da weiter. Schnurr, was zum Teufel tust du? Was ist denn los? Warum befinde ich mich in diesem Kreis? Es ist zu spät für mich, um mich zu stoppen, Drachenblut. Was? Du kannst auf einmal flüssiges Deutsch? Hä? Nein. Oh Gott. Warte, ich bin raus. Pass auf, Katzkollege. Ich bin eh schon draußen. Miau, wir sitzen in der Falle. Krallen raus. Warum in der Falle? Endlich, wie konntest du es wagen, Drakot, mich unterirdisch gefangen zu halten? Zum Glück war ein Drachenschnurrflüsterer in der Nähe, den ich kontrollieren konnte. Miau, das heißt, du wurdest von Drakon zurückgewiesen, weil du schwach bist? Du wagst es, mich schwach zu nennen. Ich vertilge diese mickrigen Katzen vor dir mit Haut und Haaren. Ich habe sie alle dazu gebracht, den Thunfisch zu fressen, damit sie fett werden und mich mächtiger machen. Das lassen wir nicht mehr zu, Drachenverschmähte. Ah, ich bin auf den Versuch gespannt. Okay, wir haben Feuer. Aua. Oh, der hat fette Krallen, Klingen. Aber eigentlich er ist wirklich schwach. Katzen, die brüllen, beißen nicht. Haha. So, wir sind frei, danke. Jo, bitteschön. Ihr seid schnurrtastisch. Kein Thunfisch mehr für uns. Ja, Mann, kein Fisch mehr für Katzen. Woo! Ich weiß nicht, was passiert ist, doch anscheinend habt ihr mich gerettet. Merci. Miau, du bist ein Drachenschnurrflüsterer? Jemand mit einer Verbundenheit zu Drachen? Dieser Drache hat deinen Verstand kontrolliert, um zu entkommen. Das ist wirklich so passiert, Gott. Gott, Katzen, sei Dank, bist du mir okay. Nur auch. Großer Bruder, du siehst besorgt aus. Ich muss dir Sorgen gemacht haben. Oh ja, jetzt ist alles wieder in Ordnung, Schnurrer. Alles dank dieser beiden. Peace, Mann. Vielen Dank, Drachenblut R. Ich nehme das hier. Ninja-Robe. Wir sollten irgendwas machen. Was? Anscheinend haben die Drachen die Linie der Drachenschuhflüsterer wieder weg. Nur eine weitere Veränderung, mit der wir uns dank dieser Drumpfwacke Drakot befassen müssen. Woo, Quest abgeschlossen. So, ich glaube, von den regulären Quests sind wir eigentlich ganz gut durch.
Also es gibt jetzt unten im Süden schon eine Quest für Level 30. Aber ich würde jetzt trotzdem mal kurz die Main Quest vorziehen, dass wir auch ein bisschen in der Story vorankommen. Und wie gesagt, ich will schwimmen lernen. Oder Floß bauen, oder ich habe keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Wir gehen gleich in die verbotenen Felder. Die sind nicht ohne Grund verboten. Lauf, wenn die Monster zu furchteinflößend sind. Ja, wir sind da schon 8-mal durchgelaufen, aber okay. Eine Ruine der alten Meister. Oh, Legenden besagen, dass die alten Meister diese Welt geschaffen haben. Doch das sind alles nur Märchen. Wenn wir Monster finden, dann sollten wir sie alle beseitigen. Hoffen wir, dass sie deine Schwester nicht darin befindet, die wir auch beseitigen. Level 15. Wow. Ja, gut. Level 15 ist schon krass traurig. Verdammt, da hat er auch wieder eine Truhe. Ich hasse es. Ah. Erfahrungspunkte will ich aber trotzdem mitnehmen. Wow, was für ein Hindernis. Oh, nochmal eine Truhe. Oh, Junge. Knappenaxt. Zack. Ein Gegner fehlt noch. Au, Stacheln. Ich hasse es. Wieso? Aua. Aua. Geräumt. Ah, deine Schwester ist nicht hier. Zufall, wow. Gehen wir raus und schauen, ob wir eine andere Spur finden können. Oh, das waren wieder fette Erfahrungspunkte. Miau, kannst du das spüren? Heilige Pfoten, wo sind wir? Im Licht. Drachenblut entdeckt, spielt... Zugang 2201. Hä? Dies ist Aelios. Die anderen sagen, ich soll meine Erkenntnisse aufzeichnen. Deshalb bin ich hier. Okay. Es hat etwas gedauert. Doch ich habe es geschafft, Katzen mit Drachenmagie zu durchdringen. Da drüben? Ich beschloss, meine Schöpfung das Drachenblut zu nennen. Was? Wir sind nur Schöpfungen von Menschen? Was ist gerade passiert? Miau. Gehen wir zuerst hier raus. Ja, Mann. Erstmal hier ist safe. Hä? Es ist Drakot. Hi. Wenn du noch einmal so unverschämt bist, dann wird deine Schwester dafür bezahlen. Hey, warte mal, wer ist Aelius? Hä? Ich sag euch nichts. Verdammt, ich denke, wir müssen erstmal mitspielen. Haben wir jetzt irgendwelche Anhaltspunkte? Also, der nächste Drache befindet sich auf dem Wasser. Jetzt bin ich ratlos, doch ich bin sicher, ein Wachturm könnte helfen. Ja, genau. Endlich. Ich sag's ja. So, bestimmt der zufällig erste Wachturm, den wir hier aufsuchen. Bring uns schwimmen bei. Du bist das Drachenblut, nicht? Genau, kein Drache kann uns im Weg stehen. Ich habe einen gesehen, doch du musst auf dem Wasser laufen können, um ihn zu kommen. Ich markiere es mal eben auf deiner Karte. Falls du mal nicht weiterkommst, frag einfach beim Wachturm nach. Ja, ich würde gerne über Wasser laufen. Was auf einem Tatzenstadt, okay. Cool, dankeschön. Oh nein, Feinde. Oh nein. Wo war Tatstadt? Links. Wo war Tatstadt? Waren die links oben? Ja, da ist der See, da ist der Drache. Warte mal. Ich muss die... Nee, da oben ist letzte Ruhe. Da oben ist das Winterrand. Da gab es eine Quest. Ah, und da links ist Tatzenstadt. Aha. Auf den Pfotenebenen. Und auch wieder hier Karte. Komm, eine Truhe kaufen wir mal. Oh, Junge. Okay, verkackt. Der Weg, um auf dem Wasser zu gehen. Ah, okay.
eine Sidequest. Gut, den machen wir im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.